Die Farm am Eulenbruch in der Nähe von Hannover ist ein landwirtschaftlicher Betrieb mit einer sehr langen Geschichte. Diese reicht bis ins Jahr 1620 zurück. Über Generationen hinweg befindet sich die Farm in Familienbesitz. Immer wieder in dieser langen Zeit hat sich der Betrieb an die sich verändernden Bedürfnisse angepasst. Wir stammen aus einem konventionellen Ackerbau-Gemischtbetrieb mit Geflügelmast und haben uns in den letzten 2 Jahren immer weiter spezialisiert auf die Energiewirtschaft. Also wir sind mittlerweile ein Gemischtbetrieb aus Land- und Energiewirtschaft. Energietechnisch versorgt sich der Hof selbst. Bei uns auf dem Betrieb haben wir seit Januar eine thermische sowie elektrische Autarkie erreicht. Mit einem Blockheizkraftwerk produzieren wir aus Hackschnitzeln Strom. Den Strom nutzen wir für unsere eigenen Produktionsprozesse, vor allen Dingen für die Pelletierprozesse. Und die Abwärme aus diesem Blockheizkraftwerk nutzen wir eben zur Trocknung des Materials und auch zur Versorgung aller Gebäude auf diesem Betriebsgelände. Eine gewichtige Rolle spielt dabei die Autarkie, die durch das Blockheizkraftwerk und die Photovoltaikanlagen erlangt wird. Gerade für die Trocknung der Hackschnitzel spielt das eine zentrale Rolle. Mit einem Schubwendeverfahren werden hier die Hackschnitzel vollautomatisiert getrocknet. Während die Hackschnitzel vor allem in der Industrie verwendet werden, sind sie nach der Trocknung auch das Ausgangsmaterial für die Holzpellets. Wir benötigen 5 Raummeter, 5 Kubikmeter von Hackschnitzeln, die wir dann in eine Tonne in ungefähr 1 Kubikmeter verwandeln. Somit macht es das eben attraktiv für Privatanwender, weil ja gerade auch im Privathaushalt nicht unbedingt die Lagermöglichkeiten herrschen, diese Pellets dann eben schüttfähig und vor allen Dingen für Schnecken transportfähig mit wenig Arbeitsaufwand eben Pelletieranlagen bedient werden können. Nachdem die Hackschnitzel getrocknet wurden, kann damit auch schon die Ecokraft Pelletieranlage beschickt werden. Für die Pelletproduktion sind auf der Farm am Eulenbruch gleich mehrere Mitarbeiter beschäftigt. Meine Aufgaben liegen hauptsächlich im landwirtschaftlichen Bereich. Dazu gehören die Masthähnchen und der Ackerbau. Und seitdem wir die Pelletieranlage haben, kümmere ich mich auch noch um die Auslieferung der Pellets und die Verladung von den Hackschnitzeln. Ich bin hier auf der Farm am Eulenbruch zuständig für alles, was in den Bereich Pellets fällt. Als erstes natürlich die Überwachung der Anlage, dass jederzeit Qualität und Durchsatz stimmen, sowie der Ansprechpartner für alle Kunden, die ihre Ware hier direkt bei uns auf dem Hof kaufen möchten. Ursprünglich hatte man nur die Hackschnitzel produziert. Im Zuge der Nachhaltigkeit und vor allem auch Regionalität hat man sich hier dann entschieden, die Holzpellets selbst herzustellen. Und hier vor Ort eben auch klar Bewerber da sind, aber in unserer Größe mit dem Ziel, das Material, den Rohstoff hier aus der Region in einem Umkreis von 20 Kilometern eben auch der Region wieder zur Verfügung zu stellen. Das war eigentlich die Hauptintention und das Ganze dann langfristig auch gesehen, gerade was die Energiekrise angeht und was den Bezug von fossilen Rohstoffen angeht, eben in einer thermischen und elektrischen Autarkie im Biomassebereich. Schnell ist man dann auf Ecokraft gestoßen und hat eine Duo-Pelletierlinie montieren lassen. Im Biomassebereich ist es sehr, sehr wichtig, vernünftige Ansprechpartner und kompetente Ansprechpartner zu haben. Industrien, die eben für uns im vor- oder nachgelagerten Bereich die Produktionsprozesse auch mit uns umsetzen. Und ich habe Ecokraft da als kompetenten und erfahrenen Partner gesehen. Habe entsprechend Kontakt aufgenommen und wir sind da relativ zügig auf Augenhöhe zueinander gekommen und arbeiten jetzt intensiv zusammen und haben guten Kontakt mit Ecokraft. Ausschlaggebend für Hannes Böse war auch die Vielseitigkeit der Ecokraft-Anlagen. Hackschnitzel und Pellets sind unser Kerngeschäft, das soll auch in Zukunft so sein. Aber um hier breiter aufgestellt sein zu können, gegebenenfalls. Man weiß gerade jetzt aktuell, was der Markt natürlich nicht macht und wo der Markt hingeht. Und die vielen Produkte, die eben mit diesen Anlagen pelletiert werden können, waren eigentlich so der Hauptgrund, um zu sagen, wir entscheiden uns für Ecokraft. Die Anlage läuft normalerweise 5 Tage pro Woche. In Spitzenzeiten wie letzten Winter lief die Pelletierlinie Tag und Nacht und auch am Wochenende. Für den Vertrieb ab Hof setzt man auf Palettenware in Papiersäcken.
Unsere Säcke bestehen aus dreilagigem Papier bzw. dreilagiger Pappe, die wir wiederverwenden. Wir machen diesen ganzen Prozess und alles natürlich auch aus gewisser Überzeugung und auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Wir wollen die Nachhaltigkeit sehr, sehr hoch halten. Und somit kam die Idee eben, dass die Kunden bei diesem Pfandsystem bei ihrer Erstbestellung keinen Aufschlag bezahlen. Ja, also das Pfand ist nicht auf die Säcke draufgeschlagen, aber wenn sie die Säcke wiederbringen, 66 Säcke pro Palette, a 15 Kilo, und bringen bei der nächsten Bestellung 66 Säcke wieder mit, bekommen sie eben 20 Euro gutgeschrieben. Wir können die Säcke bis zu dreimal verwenden. Sie werden einfach wieder erneut zugenäht und erfüllen weiterhin ihren Zweck. Wichtig in unserem Fall war die Unabhängigkeit vom globalen Weltmarkt und vor allen Dingen von fossilen Rohstoffen bei den Investitionen, die wir in den vergangenen Jahren getätigt haben. Darüber hinaus ist uns aber auch wichtig, dass wir die Unabhängigkeit weitergeben können hier in der Region mit eben den Rohstoffen der Region und auch der Produktion hier in der Region. Diese Unabhängigkeit, diese Autarkie gibt uns eine gute Planungsgrundlage und auch eine gute Arbeitsgrundlage, sodass wir eben mit diesen Rohstoffen hier vor Ort arbeiten können und diese eben in verschiedene Formen umwandeln bzw. verarbeiten können. Und nicht zuletzt sorgen die Holzpellets zu fairen Preisen für diese Unabhängigkeit. Regionalität und Nachhaltigkeit wird hier in Hespe Tag ein, Tag aus gelebt und könnte als Vorbild für weitere Regionen dienen.